Herzlich willkommen zur 15. Folge unserer Köln-Karriere im FM23. Ja, ich entschuldige mich direkt dafür, dass jetzt länger keine Köln-Karriere mehr kam. Ich war letzten paar Tage krank und konnte dieses eine kurze FIFA-Video bringen, deswegen ist es mir sehr leid. Aber wir machen natürlich weiter, wir wollen hier schnell durch den Winter kommen. Wie ihr seht, ich habe hier schon bis zum 10. Dezember simuliert. Es ist nicht viel passiert, ich kann euch eben sagen, was passiert ist. Ich habe einige Transfers von der zweiten Mannschaft, verlängern lassen und von so talentierteren und auch von der U19. Ein paar talentiertere habe ich erstmal verlängert. Das sind nicht alle, die ich auslaufen lassen werde, die noch 20, 23 auslaufen, aber da gucke ich dann mal. Ich habe Dietz wollte auf die Leihliste, da gucken wir, ob da ein Angebot reinkommt. Dann habe ich natürlich Anderson weiter angeboten, aber auch bei dem wollte keiner ein Angebot reinhauen. Und sonst probiere ich ja immer noch Horn und Hector zu verlängern. Ich habe mich bisher nicht getraut. Währenddessen habe ich auch eine Finanzspritze vom Verein bekommen. Unser Transferbudget wurde erhöht. Deswegen, vielleicht sind die jetzt großzügiger. Ich weiß es nicht. Wir können es natürlich wieder riskieren. Oh, 2,6 Millionen. Die Frage ist halt, ob wir diese 2,6 Millionen... ob wir diese 2,6 Millionen wirklich zahlen können vom Vorstand her. Ich mache sogar mal Ende der Saison einfach. Okay, der Vorstand lässt uns bis 2,5 Millionen zahlen. Das sind jetzt noch 400k, die fehlen. Das kann man durch Klauseln und Prämien bestimmt irgendwie hinbügeln. 5 Vorlagen und du kriegst viel. Hier, du kriegst so viel. Du kriegst eine höhere Auflaufprämie. Ohne Gegentorprämie. Nimm, was du willst, Junge. Ich will dich nur nicht verlieren, weil du mein fucking Kapitän bist und dir sonst, weiß ich nicht, Revolution kommt, wenn ich Hector und Horn beide in einem Jahr verliere. Ausstiegsklausel kriegt der auf gar keinen Fall. Elf des Jahres Prämie kriegt der noch. 325. Was sagt er jetzt? Er nimmt's an! Er nimmt's an. Das ist super. Das ist super. So, friss. Nehme ich direkt. Oh, Hector wird um 2 Jahre verlängern. Hier habt ihr es zuerst gehört. Was ich noch vergessen habe, euch zu sagen, das sehen wir hier. Wir haben 2 talentierte Flügelspieler und 2 talentierte Stürmer, was so jetzt gesagt wird. Es ändert sich natürlich nochmal, dann im März kommen die ganzen Jugendspieler. Ja, da wird das nochmal ein bisschen geändert. Da können andere Positionen vielleicht talentierter sein und die hier schon so talentiert sind, vielleicht weniger talentiert. Ja, die Flügelverteidiger sind okay, der Rest ist ziemlich scheiße. Aber immerhin in der Offensive haben wir gute, talentierten Nachwuchs. Lampard hat sich gerade für 5 bis 8 Tage verletzt. Damit könnte er das Testspiel gegen Stuttgart verpassen, was aber nicht so schlimm ist, weil es ja nur ein Testspiel ist. Almeida hat sich jetzt auch für 9 Tage bis 2 Wochen verletzt. Damit fehlt er auf jeden Fall gegen Stuttgart. Na gut, wenn jetzt... Boah, der verpasst große Teile der Wintervorbereitung. Das ist natürlich sehr, sehr scheiße. Und in ein paar Tagen ist ja auch die WM vorbei, dann zeige ich euch auch auf jeden Fall, wer gewonnen hat. Da haben wir auch wieder eine Note für unsere Trainingswoche. Thielmann war wieder so oft einer der Besten. Olesen war auch ganz gut und meiner tatsächlich auch mal oben, deswegen wird er auch mal gelobt. Thielmann möchte einen neuen Vertrag. Das haben wir gerade ganz schön oft, dass wir die ganzen neuen Leute... Dass die ganzen Leute, die aktuell aufdrehen, neuen Vertrag von, obwohl der auch ein bisschen geht. Aber noch macht Thielmann auf jeden Fall keine Probleme. Und da unterschreibt Hector auch seinen neuen Vertrag. Hat sogar Gehaltseinbußen, glaube ich, in Kauf genommen. Gut, hat vorher mehr verdient. Ja, hat er auch. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da sparen wir nochmal Gehalt. Dann gucken wir bald auch mal, ob Horn in seinen Vertrag, ob wir den verlängert kriegen. Und dann machen wir uns auch bald schon Vorverträge. Wir sind schon am Ende Dezember. Da können wir auch nach Vorverträgen auf jeden Fall gucken. So, wir gehen dann jetzt ins Spiel rein gegen VfB Stuttgart 2. Ist ja nur ein Testspiel. Das geht relativ schnell. Ich zeige euch die Tore. Weil ein Testspiel spiele ich selber auch nur auf, ja, wie heißt es hier? Schnelldurchlauf ungefähr. Ich balle die Fäuste und sage, dass es ist, worum es in der Saisonvorbereitung geht. Irgendwann muss ich mir über eine Startelf Gedanken machen, also geht da raus und bereitet mir Kopfschmerzen. Ljubicic schien abzuschalten. Übrigens, da kam auch die Nachricht rein. Ljubicic scheint zumindest mal vorerst sein Problem abgeschlossen zu haben, was das angeht. Da er ja seinen Vertrag eigentlich verlängert haben wollte, ich das nicht machen konnte, weil da uns ja auch das Geld ein bisschen gefehlt hat. Damit hat er jetzt erstmal abgeschlossen.
Das ist zumindest mal eine gute Nachricht. Und da führen wir auch 1:0 in der 37. Schmitz mit der Vorlage auf Marc Uth. Bisher war sehr unverdient. Eigentlich war Stuttgart 2 sogar, was ihr hier jetzt anhand der Stats sehen könnt, die bessere Mannschaft. So, zur Pause führen wir jetzt mit 1:0. Ich wechsle natürlich die ganze Mannschaft durch und sage, ich lege die Hände zusammen und sage, ich denke, wir machen das gut, aber wir können definitiv noch einen Gang zulegen. Da kommt auch direkt nach der Pause das 2:0 nach einer Ecke. Köpft Digges den Torwart an und dann Andersson tatsächlich kann den Nachschuss reinmachen. Und da kriegen wir auch das Gegentor nach einem Freischuss von Bauler auf Kapp, der da mit dem Kopf gut hingeht und vom Innenpfosten geht der Ball dann ins Tor. Gut, das Spiel gewinnen wir. Ja, 2:1 ist jetzt nicht besonders, aber es ist auch nur ein Testspiel. Dann lege ich mal die Hände zusammen und sage, damit kann ich leben. Quebing war diesmal einer, der schlecht trainiert hat. Gut, sein Vertrag läuft eh aus und der ist eh eigentlich nur die dritte Wahl. Ja, Thielmann wird gelobt. Die anderen beiden kennen wir auch schon aus der letzten Woche, dass sie sehr gut waren. Wir können jetzt den 34 Jahre alten Notbeck verkaufen, der irgendwie in der zweiten Mannschaft spielt und das machen wir nicht, weil ich merke, ich muss mich am Gehalt beteiligen. Sein Vertrag läuft eh aus, dann werde ich es nicht machen. Boah, aktuell haben wir echt ein kleines Verletzungspech. Martell jetzt auch für 2 bis 3 Wochen raus. Damit wird er auf jeden Fall gegen Augsburg in der Liga auch fehlen. Duda möchte auch einen neuen Vertrag. Ja, so. Ja, so ein Horn, der doch ein halbes Jahr Vertrag hat, der lässt alles gelassen, aber jeder Einzelne hier. Na gut, Duda muss man sagen, in der Bundesliga war der ziemlich scheiße. Nur gegen die schlechten Gegner in der Conference League hat er eigentlich gut gespielt. Sogar sehr gut, muss man tatsächlich auch sagen. Aber in der Bundesliga war der echt schlecht. Also weiß ich nicht, wie ich das bewerten soll. Schauen wir mal, ob er es versteht, wenn ich sage. Er ist ein viel besserer Spieler geworden, also ich weiß nicht. Wir können uns aktuell kein leisten, er ist enttäuscht. Okay, er will sich an die Presse wenden. Ja, dann rede ich bald mit ihm. Aber ich habe halt kein Geld. Was soll ich machen, Mann? Der nervt. Ich hab kein Geld für dich. Vielleicht. Und ich überlege auch, den zu verkaufen, vielleicht im nächsten Sommer. Aber ganz ehrlich, so gut spielt er halt nicht. Und jetzt gehen wir ins Testspiel gegen Bochum. Da balle ich die Fäuste. Das ist ein Spiel, das wir gewinnen sollten. Sorgt dafür, dass wir das tun. Und wir sehen uns dann, wenn ein Tor fällt. Oder in der Pause. Und da fällt auch schon nach 9 Minuten ein Tor. Für uns. Benno Schmitz und den Ball auf die linke Seite zu Kainz. Er köpft dann zu Uth und Uth schiebt den dann ein, ohne dass Riemann rankommt. Sehr, sehr schönes Tor und nach 10 Minuten führen wir 1:0. Und da ist auch das 2:0. Hector über die linke Seite logischerweise spielt zu Kainz. Der mit dem Steilpass zu Marc Uth und der mit dem Doppelpack. Tunnelt da sogar den Keeper. So, zur Pause steht 2:0. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich lege die Hände zusammen und sage, ihr macht das großartig, weiter so. Und wechsle mal wieder das ganze Team aus. Und es steht 3:0 für uns nach einer Ecke von Andre Duda. Kann Tigges da einköpfen. Und das 4:0 durch nach dem Freischuss von Duda auf Luca Kilian. Und Esser hat den fast, aber auch nur fast und Faust hin dann irgendwie ins eigene Tor. Das war eine sehr effektive, gute Partie hier gegen Bochum. Schöne Vorbereitung. Dann sage ich gute Arbeit von jedem hier. Das war klasse. Schmitz hat jetzt auch noch eine Grippe. Dann schicken wir ihn mal nach Hause, damit der. Obwohl, eigentlich brauche ich den noch, ne? Weil Almeida fällt ja aus. Ne, Almeida ist wieder da. Dann nevermind. Dann geht er nach Hause, damit er am besten niemand anderen ansteckt. Und Köbing hat sich auch noch verletzt. So, das sind wieder unsere drei Besten, wie die letzten 3 Wochen auch. Deswegen wird der Beste mal wieder gelobt. Limnios ist mittlerweile auch wieder voll im Training. Das heißt, den haben wir jetzt auch. Das ist mir eigentlich ein Flügelspieler zu viel tatsächlich. Und Katterbach kommt auch von der Leihe wieder. Da müssen wir mal schauen, was wir jetzt mit Pedersen machen. Beziehungsweise mit Katterbach. Für wen wir uns da entscheiden. Weil einer muss immer verliehen oder verkauft werden. Und was wir dann mit Limnios machen, weil der ist zumindest nicht schlecht. Aber so richtig in mein System, ja, könnte er passen, aber hat auch nicht so viel Potenzial. Ich glaube, entweder ich verleihe den mit einer Kaufoption oder ich verkaufe ihn einfach direkt. Da schaue ich dann mal. Crystal Palace macht jetzt ein Angebot für Ljubicic. Der hat auch Bock, mit denen zu reden, aber es ist nicht so dringend und ich will Ljubicic eigentlich nicht verkaufen, vor allem nicht mitten in der Saison. Und jetzt haben wir gleich ein ganz kleines Problemchen.
Was zum großen Problem hier mit Benno Schmitz will zu Leipzig. Der will. Der will, der will, der will. Der hat einige Spiele gemacht. Klar, nicht viele. Aber was mache ich denn? Der wäre ein guter Rotationsspieler halt. Was der auch. Ne, der stammt schon am Vertrag. Gut, okay. Aber, boah. Wir haben mit Almeida einen talentierten. Wir haben mit Almeida einen talentierten Verteidiger. Das heißt, wir bräuchten dann. Wenn wir Schmitz jetzt verkaufen, denn der Rechtsverteidiger, der ein bisschen erfahrener ist, würde ich sagen, aber dennoch halt auf jeden Fall oft spielen kann, wenn es nötig ist, weil Almeida ist ein bisschen verletzungsanfällig, aber ihm auch nicht in der Entwicklung im Weg steht. Gut, ich werde Schmitz einfach nicht überreden, weil so wichtig ist er dann nicht, dass ich den jetzt irgendwie hier. Ich meine, klar, ich könnte es jetzt ausnutzen und sagen, ja. Für den und den Preis kannst du gehen in Leipzig eh nicht zahlen. Das könnte ich jetzt machen. Aber ich mach's mal nicht. Weil so kommt ja auch ein bisschen Spannung rein, würde ich jetzt mal so meinen. Das wäre auch ein bisschen interessanter, wenn wir Bewegung auf der Rechtsverteidigerposition haben. Dennoch will ich ihn halt nicht gratis abgeben, sage ich mal. Deswegen komme ich mal mit 4-2. Ich finde 28, brauche ich auch keine Beteiligung am Weiterverkauf mehr. Und nach 10 Spielen hätte ich auch noch mal gerne mitten in der Hinrunde so 200k will auch noch schmecken. Gut, die wollen nur 3,1 bieten. Wie frage ich mal nach 4 Millionen an? Das nehmen sie sogar an. Also 4 Millionen kriegen wir für Schmitz. Damit lässt sich auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger finden. Wir haben auch 7 Millionen. Also wenn ihr gerne einen älteren Rechtsverteidiger. So, auch Benno Schmitz Alter, jetzt nicht über 30, aber auch nicht unter 25, so. Wenn ihr einen kennt, der, wie heißt der Bray nochmal, der Almeidas Entwicklung nicht im Weg steht, aber trotzdem halt gut ist, schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Ich nehme die Vorschläge gerne zur Kenntnis und wenn der gut ist, dann nehme ich ihn vielleicht ja auch. Je nachdem. Ja, gibt es jetzt eine Position, was wir verstärken würden? Ja, logischerweise jetzt Flügelverteidiger rechts, ne? Aber das wissen die ja noch nicht. Oh, du, da ist jetzt schon angepisst, weil ich seinen Vertrag noch nicht verlängert habe. Ja, der wird uns wahrscheinlich auch noch verlassen jetzt, oder ist angepisst? Weil das war jetzt vor einer Woche oder so. Ich dachte jetzt nicht, dass er ihn so schnell haben will. Ich entschuldige mich einfach. Ja, jetzt will er wechseln. Scheiße. Scheiße, weil er jetzt angepisst ist. Ich entschuldige mich nochmal. Wow. Gut, ich wollte ihn eh verkaufen, dann soll er gehen. Soll er gehen. Dann haben wir im Winter auch noch ordentlich was zu tun. Ja, wenn ihr mir gerade schon einen RV reinschreibt, schreibt mir doch gerne auch noch einen OM rein, den ihr kennt. Ja gut, der kann auch Flügel spielen, ist mir eigentlich. Da gucken wir dann einfach mal. Ich werde halt selber noch scouten dann. Boah, das ist aber eine wilde. Vielleicht müssen wir einen Limnios doch behalten, aber der kann halt nicht OM spielen. Da hätten wir nur Linden Meiner, der wirklich halbwegs gut auf der OM-Position spielen kann. Also wir brauchen da auf jeden Fall noch jemanden und Limnios muss trotzdem weg. Und Katterbach. Das Ding ist bei Katterbach halt, wir müssen ja für die Conference League auch noch nachnominieren. Der ist halt nicht nominiert. Und Pedersen ist schon nominiert und wir verlieren schon zwei Spieler. Die müssen wir dann wiederum auch nachnominieren. Das ist ganz schön behämmert. Limnios muss verliehen werden. Den tue ich jetzt auf die Leihliste. Und Katterbach kommt auch wieder auf die Leihliste. Weil es passiert hier zu viel. Wir können nicht irgendwie vier Leute nachnominieren, am Ende das geht nicht. Wir können maximal, glaube ich, zwei oder drei. Da müssen wir mal schauen. Jetzt hat auch noch Soldo eine Virusinfektion, dann wird er auch für 2 Wochen nach Hause geschickt. Also unser Kader wird ganz schön dünn. Sei es Verletzungen oder Verkäufe. Das ist bisher echt nicht gut. Jetzt will der nächste hier einen neuen Vertrag. Leon Schneider schon 22 ist, aber der hat noch Talent. Ganz ehrlich, für einen Notfall. Außenverteidiger. Dann soll er es mir beweisen. Er will es nicht beweisen. Ja, eben sag ich da, ja, wir starten bald Vertragsgespräche. Dann mache ich das auch direkt. Weil der will ja jetzt auch nicht allzu viel Gehalt. Soll der dann aber bitte erst später unterschreiben? Genau, bisschen weniger Gehalt. Der kriegt gar keine Steigerung und dann 245k im Jahr, das passt. Und ne, ja, eine Leihe für Anderson, aber sie wollen kein Gehalt übernehmen.
Dann behalte ich den mal hier und setze ihn für zwei Bundesligaspiele ein. Das bringt mir tatsächlich mehr. Außer ihr zahlt halt sein ganzes Gehalt. Das sie nicht machen wollt. Schade. Boah, also gleich ist wirklich vorbei. So, wir bekommen jetzt noch ein Angebot von El für Elie Skiri rein. Und nicht nur eins, sondern zwei von Premier Leagueisten Brighton und Crystal Palace. Der hat ja letztens erst einen Vertrag unterschrieben. Also eigentlich dürfte er jetzt kein großes Interesse haben zu eben zu gehen. Zu Brighton hat das euch noch nicht, deswegen wird das abgelehnt. Und zu Crystal Palace ist sein bevorzugtes Ziel, aber er macht kein Hackmeck, also wird das abgelehnt. Ich kann mir nicht erlauben, jetzt irgendwie Skiri auch noch zu verlieren. Gut, dann gehen wir ins letzte Testspiel gegen Paderborn. Danach kommt dann in der nächsten Folge das Spiel gegen Augsburg, das wieder ein Bundesligaspiel ist. Wir ballen die Fäustlage, wir sind der Favorit und sollten einen lockeren Sieg einfahren. Und da führen wir auch nach 5 Minuten schon mit 1 zu 0. Almeida mit der abgefälschten Flanke, die dann bei Kainz landet. Der köpft ihn dann souverän rein. Sonst aber nichts passiert, es steht weiterhin 1 zu 0. Dann lege ich die Hände zusammen und sage, ich bin zufrieden, wie wir bislang den Ballbesitz beherrschen und wechsle einmal durch. Und wir gehen mit 1 zu 0 als Sieger vom Platz gegen Paderborn. Gute Arbeit von jedem hier, das war klasse. War eine ganz okay Vorbereitung, wir haben zumindest alles gewonnen. Aber richtig ernst wird es ja eh gegen Augsburg. Und da sehen wir es, Benno Schmitz bestätigt seinen Wechsel zu RB Leipzig. Ich weiß nicht, was er da genau will. Außer auf der Bank sitzen meinem Drecksclub. Aber soll er viel Spaß haben. Wir kümmern uns dann in der nächsten Folge auf jeden Fall um einen Rechtsverteidiger-Ersatz dann für ihn. Wird natürlich akzeptiert und Abschiedsworte richte ich auch noch an ihn. Was sage ich dem denn? Ich kann jetzt nicht so was Negatives sagen. Sie waren ein fantastischer Spieler für den Verein und sind hier jederzeit wieder willkommen. Weil viel Glück bei dem neuen Verein will ich ihm jetzt nicht unbedingt wünschen. Ja. Damit beenden wir auch die Folge. Da passiert noch einiges in der nächsten, was Transfers angeht. Wir holen Spieler, wir werden noch welche verlieren. Wenn euch das interessiert, abonniert auf jeden Fall den Kanal, um die weiteren Folgen nicht zu verpassen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und schreibt auch gerne einen Kommentar für Transfervorschläge und alles weitere. Ciao.